Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Alpenex und ich begrüße euch zu Star Wars The Republic. Ja, und wir sind, glaube ich, schon in den letzten. Boah, Alter, ne, das ist mir zu heikel da. Es dauert zu ewig. Und die Kisten lohnen nicht mehr wirklich. Ich denke, wir sind in den letzten Zügen des Kopfgeldjägers. Wir sollen jetzt zur Großversammlung wieder zurückkehren. Hallo. Etwas vorsichtiger beim nächsten Mal. Oh, euer Ernst, ey. Kommt hier rüber. Ja, passt natürlich wieder nicht. Okay, das passt ja. So. Ja, wir heißen jetzt wieder zurück zur Großversammlung. Denn der Jedi Heini, der hat gerade ein bisschen was gesagt, was ein wenig komisch ist. Als ob seine Leute es geschafft hätten. Und da müssen wir jetzt natürlich schnell zurück und checken, ob das auch wirklich so ist. Ich hoffe mal nicht. Ey, du hast einen Stein nach mir geworfen. Du hast alles klar? Du hast nicht wirklich einen Stein nach mir geworfen. So, ich muss jetzt nach da drüben. Ich kämpfe doch noch gar nicht. Gut. So, komm wieder. Hey. Hi. So, schnell hier durchheizen. Das kann doch jetzt nicht mehr euer Ernst sein, dass ich hier permanent vom Mount runtergeholt werde. Oh, fuck. Das war jetzt nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Das war scheiße. Ah, die sind auch nicht gut. Wir laufen einfach weiter. Ich habe jetzt echt keinen Bock noch diese Scheißkämpfe jetzt. Ich wollte gerade sagen, ist jetzt mit seinem Lichtschwert schneller als ich. Da bist du. So, flups. Da hinten wieder hoch. Und dann sollten wir schon fast da sein. Und dann checken wir die Lage, was da los ist. Weil, was er gesagt hat, das klang nicht gut für uns. Ich bin gespannt. Ups, hat aber ein Löchlein. Oh fuck, hat nicht geklappt. So. Ach, da drüben müssen wir da, oder? Ah fuck, die habe ich nicht gesehen. Okay. Da rein. Und dann durchfahren. Ah nein. Ich wusste es. Boah, Alter, dafür kriegst du es jetzt aber auch. Sausack. So. Genau.
Hier müssen wir doch durch. Meine ich. Aber das sieht alles sehr vertraut aus. Abgelaufener Pirat. Ach, aufgelaufener Pirat. Ja. Boah, was lese ich denn schon wieder? In den letzten Folgen hat es nicht mit der Sprache geklappt. Jetzt klappt es nicht mit dem Lesen. Es geht mit mir zu Ende. So. Aber, apropos Ende. Ist das jetzt vielleicht noch so das letzte der Kopfgeldjäger-Quest? Als allererstes muss ich sagen, geile Questreihe. Richtig geile Questreihe. Oh, fuck. Hier sind ein paar Ottos. Da sind auch welche. So, das ist schon mal gut. Was ist los hier? Ich habe Serus nicht gesehen. Wart ihr erfolgreich? Hier sind seine Sachen, wie befohlen. Gut. Nur Jedi können eine so zerbrechliche Person Kampfmeister nennen. Wir sollten lieber die lebenden Ziele beurteilen. In der Tat. Sein Tod ist ein vernichtender Schlag für den Orden der Jedi. Und ohne Jun Serus an seiner Seite ist der oberste Kanzler ungeschützt. Der Sieg ist nahe. Bringt uns das zum obersten Kanzler? Sobald die Verschlüsselung geknackt ist, werden wir den wahren Wert der Daten kennen. Ihr wisst mehr, als ihr preisgebt. Jun Serus kam auf der Founder hierher. Er kannte ihre Sicherheitsprotokolle, Landungscodes, sogar den Reiseplan des obersten Kanzlers. Meine Untergebenen werden die relevanten Daten an euer Schiff übertragen, wenn sie ausgewertet sind. Bis dahin könnt ihr euch bei Darth Decimus nützlich machen. Die Schlacht um Corellia ist noch nicht entschieden. Alles klar. Das Holo-Terminal unseres Schiffes. Alles klar. Auf zum Schiff. So, da wären wir auf dem Schiff. Und dann ab zum Holo-Terminal. Das hier ist das Holo-Terminal. Die Jedi sind am Ende. Die Streitkräfte der Republik zerschlagen. Wir müssen jetzt handeln. Verlasst Corellia. Begebt euch zur Founder, dem Flaggschiff des obersten Kanzlers. Sofort! Ihr habt die Landungscodes der Founder. Also hat die Flotte der Republik kaum einen Grund, auf euch zu feuern. Waren die Landungscodes wirklich das einzig Wertvolle? Sie waren am relevantesten. Die Daten, die wir von Jun Serus bekamen, sind unersetzlich. Captain Horn hat ein Notrufsignal mit einer republikanischen Verschlüsselung vorbereitet. Unsere Schiffe werden euch verfolgen, wenn ihr den Raumhafen verlasst. Die Republik wird euch an Bord lassen. Denn sonst müssten sie riskieren, dass ihre eigenen Leute sterben. Wir geben ihnen nicht genug Zeit, um Verdacht zu schöpfen. Sagt ihr euren Piloten, dass ich auf ihrer Seite bin? Sie bekommen den Befehl, euch um jeden Preis aufzuhalten. Ich erwarte von euch, dass ihr damit fertig werdet. Ihr werdet die Founder erreichen, egal wie. Wenn ihr an Bord seid, müsst ihr zuerst alle Schiffe in den Hangars zerstören,
damit der oberste Kanzler auf keinen Fall fliehen kann. Verraten Sie Rustdaten, was dort alles andockt? Überlasst nichts dem Zufall. Zerstört alles, was euch flugfähig erscheint. Wenn ihr den Fluchtweg zerstört habt, steht nur noch die oberste Garde zwischen euch und eurer Beute. Ich bin jederzeit bereit, zur Founder aufzubrechen. Ich erwarte euch dann an Bord der Tyrant. Das Schicksal des obersten Kanzlers ist besiegelt. Können wir da mit dem Schiff so hin? Ah, da. Ja. Jetzt reisen. Hacke die Hangar-Sicherheitskonsole. Okay, machen wir. Okidoki. Wieder okay? Guten Tag. Was ist das denn, ey? Geh doch. So, da ist die Konsole. What the fuck, ey? Ich dachte gerade so, was ist das denn? So, das war ja easy. So, jetzt das Schiff klauen und weg hier. Okidoki. So, ich würde sagen, das war's mit der Folge für heute. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge geht's hier dann weiter. Und wir bewegen uns ganz große Schritte aufs Ende zu. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vergesst die Comments nicht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.